Hallo, ganz kurzes Vorwort, bevor das hier losgeht, das eigentliche Video. Weil ich habe das Gefühl, es ist alles ein bisschen düster im Internet im Moment, ist alles ein bisschen hateful. Und wir wissen jetzt nicht, ob das 30 oder 3000 Leute gucken. Das ist ja alles nur spaßmäßig gemeint. Ich wollte unbedingt eine Parodie hier drehen zu Seven Wars Wild Staffel 3, weil ich das irgendwie witzig fand. Ja, ist aber alles, also ich mag alle Teilnehmenden. Die Witze sind alle ein bisschen oberflächlich, die wir da machen quasi. Also auch niveaulose Scheiße einfach. Ja, hat uns aber Spaß gemacht und ich habe das jetzt fertig geschnitten. Wir haben ein paar Sachen, konnten wir nicht filmen, weil es ist die ganze Zeit, also ihr seht ja, es ist halt einfach, ich sitze hier, meine Füße sind schon wieder komplett nass, ich sitze hier einfach in einem scheiß Gewässer. Wir müssen arbeiten, es ist schnell dunkel, sowas. Deswegen fehlt einfach ein bisschen. So, und jetzt nicht weiter rumlabern. Viel Spaß und auch nicht. Siehst du das? Was denn? Es ist alles voll. Guck mal hier. Leute, wir sind in der Natur und hier sind Tiere in der Natur. Losung. Was für? Frische Losung. Boah, ich glaube, ich hab echt übel auf dem Ast gelegen. Mein Rücken tut echt weh. Ich glaube, ich will nach Hause. Wir haben schon fast 24 Stunden. Das reicht, Martin. So, wir haben uns jetzt hier erstmal ein Camp hingemacht. Wir liegen jetzt hier. Erste Nacht beginnt gleich. Haben viel rumgelegen. Und jetzt geht es gleich los, oder was? Joey und ich, wir sind echt ein gutes Team. Joey, wie siehst du das? Ja, also der Lars und ich, wir machen das schon echt gut. Nächste Morgen geht es dann an Shelter bauen. Shelter ist das Wichtigste. Ich habe gesagt, jeden Tag wird hier einmal reingesendet. Deswegen gibt es jetzt erstmal hier einen dreifachen Rückberger mit Superflip. What the fuck? Oder was? Ja, ich habe das ja nicht das zum ersten Mal gemacht. Ich mache das ja schon durchaus häufiger. So viel erlebt auch. Aber hier ist echt chill. Ey Leute, ich muss euch unbedingt was erzählen. Ich habe hier gerade ein Kaugummi entdeckt. Das ist wie ein Kaugummi. Das ist ein Stein, aber das ist auch ein Kaugummi. So im Gefühl. Das muss ich dem Joey unbedingt mal erzählen. Der wird aber Augen machen, wenn ich dem erzähle, dass ich ein Kaugummi entdeckt habe. In der Wildnis, ein wildes Kaugummi. Joey? Ja? Ich muss dir was erzählen. Ich habe ein Kaugummi entdeckt. Das ist ein Kaugummi. Das ist ein Stein, aber wenn du so machst, dann ist das wie ein Kaugummi. Oh. Amazing. Willst du auch mal an einem Kaugummi lecken? Ich glaube nicht. Das ist immer mal geil. So Freunde, wir sind hier jetzt nochmal den Bach nochmal hochgelaufen, um zu gucken, ob das hier salzig ist oder nicht. Ganz, also ein bisschen, oder? Nee, ist salzig. Das ist salzig. Ja? Ja, ist salzig. Kann man nicht nehmen. Nee. Ja, keine Ahnung, wo wir uns hier ausgesetzt haben. Nicht mal irgendwie Leitungswasser, was man hier holen kann. Lass uns noch mal ein bisschen weiter den Fluss aufwärts gehen vielleicht. Vielleicht noch mal so 50, maximal 80 Meter höher, weil weiter möchte ich echt nicht gehen. Nee. Das ist leider sauer. Sauer Abgang. Das ist jetzt ziemlich sauer. Das mag ich nicht so gerne. Ich glaube, ich möchte nach Hause fahren. Ja, lass gehen. Lass nach Hause fahren, bitte. Lass einfach. Ich meine, wir könnten das jetzt für ein paar Tage trinken, aber das ist nicht der Campingurlaub, den ich mir vorgestellt habe. Bin ich ehrlich. Ich habe auch wirklich nicht mit Anstrengungen gerechnet. Nee, ich auch nicht. So, jetzt erstmal für einen anderen Geschmack im Mund. Haben wir uns ja Gott sei Dank mitgebracht. Schön ein bisschen Salz. Aber nicht zu viel essen, ne? Nicht zu viel essen.
immer schön einteilen. Wir haben nur ein halbes Kilo dabei. Ah, ja, das ist schön. Weil Salz kriegt man hier am Meer ja nie. Das ist schon gut, mal ein bisschen Salz dabei zu haben. Für die Elektrolyte. Für die Elektrolyte, weil am Meer wäre das echt schwierig. Boah, das ist geil. Hey, wir haben jetzt hier alle Gewässer abgeguckt, Freunde. Und hier blubbert gar nichts. Ist tot. Hier blubbert nirgends was, hier sind keine... Hier ist absolut gar nichts, alles ist tot. Wir können hier nichts zu essen finden, Leute. Nee, ich glaube, hier gibt es wirklich gar keine Fische. Wir haben jetzt hier alle Gewässer wirklich abgesucht und es ist hier keine... Also guck mal da rein, Freunde. Da sind keine Blasen, wie man das normalerweise kennt. Wenn man aufs Meer guckt oder auf den See, im Meer gibt es hier eh keine Fische. Aber wenn man auf den See guckt, dann weiß man ja, wenn es blubbert, dann sind da Fische. Aber hier ist halt nichts. Ja, weiß nicht, was wir da machen sollen. Okay, Leute, wir können es euch ja jetzt sagen. Wir haben den Wetterbericht geguckt, natürlich, bevor wir reingegangen sind, ist ja klar. Ey, und wir haben echt nicht mit Regen gerechnet in der Natur. Wir gehen jetzt seit 10 Jahren, gehen wir campen und... 10 Jahre. Naja, das hat noch nie geregnet. Es ist hier nicht möglich. Wir haben einfach wirklich den schwierigsten Spot. Wir haben den schwierigsten Spot, an dem Spot hier ist es unmöglich, 14 Tage. Wenn irgendein anderes Team diesen Spot hier hat, oder so einen ähnlichen Spot, dann... Naja, nee. Ey, Rumatra hat einfach das Blech eingepackt und es ist kaputt gegangen. Mann, ey, Rumatra, deinetwegen haben wir jetzt hier kein Wasser. Ja, wegen Rumatra geht jetzt alles in den Bach runter. Weil wir hier irgendwie nur so braunes Wasser haben, so braunes Sumpfwasser aus den Mangroven. Es ist hier in den Mangroven, kriegt man halt kein richtiges Wasser. Das ganze Mangrovenwasser ist Sumpfwasser, braunes, mangroviges Sumpfwasser. Und das können wir jetzt nicht kochen, weil Rumatra einfach Scheiße gebaut hat. Das muss er auch mal einsehen. Ja. Das ist Mist, Rumatra. Das ist richtig Mist. Ja, ich sehe es auch ein. Mann, ey. War scheiße. Ja, war es auch. So, Leute, erste Nacht überstanden. Wir sehen es dir jetzt im Shelter. Gib mal. So, Leute, erste Nacht überstanden. Wir sitzen jetzt hier im Shelter. Bis jetzt besser, als wir gedacht hätten. Also, ist richtig geil. Ey, Sascha, hier gibt es keine Fische. Hier ist keine. Mist, aber gar nichts. Es blubbert nicht. Hier sind keine Blasen. Keine Fische. Oh, geil. Oh, Sascha. Oh. Mist. Das ist schön. Sascha, was sagst du zu unserem Shelter? Das ist wunderschön. Wir haben hier so einen Stock über uns. Da ist ein so ein Ast. Oh, Freunde, wenn man den sehen kann. Da ist unser Shelter. Der wird runterfallen. Wir sind jetzt hier an Tag 4. Bei uns regnet es nicht. Ach, es ist doch schön, Sascha. Es ist wirklich einfach traumhaft. Hier auf unserem Leuchtturm, unserem Aussichtsturm. Ach, es ist doch schön. Es ist doch fein. Shit. Lars! Lars, es ist etwas terrible passiert. Die Säge ist kaputt. No. Glück auf, oder was? Das ist hier wie eine Heimat, wie im Ruhrpott, ne? Zeche Zollverein, hör mal. Der Joey hat mir hier dieses Werkzeug gebaut. Und jetzt gehen wir mal ab in den Stollen. Hier sieht man auch schon die schwarze Erde. Hör mal. Das ist einfach nur geil. So, der Joey, der pisst noch mal richtig geil ins Gebüsch rein gerade. Macht noch mal einen Fullsend mit seiner Pisse. Das werde ich auch gleich noch mal tun. Boah, geht's uns richtig gut. Wir sind jetzt hier an Tag 3. Das Einzige, ich würde mir schon gerne noch mal irgendwie langsam so ein Brötchen ins Gesicht schmieren oder sowas. Oder irgendwas in die Fresse braten. Irgendwie sowas. Das ist das Einzige. Aber sonst muss ich sagen, der Joey und ich, wir sind das beste Team, was ich mir eigentlich vorstellen kann. Also, oder Joey, wie siehst du das? Ja, das finde ich auch. Ja, und damit geht's jetzt mal rein in die Nacht. Ja, Freunde, was geht ab? Hi, Chat. Wir sind jetzt hier gerade am Strand gelandet. Schaut, es gefällt uns nicht so gut. Wir sind hier mitten irgendwie... Ah, weiß ich nicht, hier am Strand, das macht ja keinen Spaß. Wir wollen erstmal rein jetzt hier ins Gestrüpp, weil wir haben das Gefühl, unsere Chancen sind eigentlich am höchsten, oder? Was meinst du da? Meinst du? Ich glaube auch. Ich glaube, hier sind unsere Chancen am höchsten. Also hier sieht es schon... Wir müssen Süßwasser finden. Hier sieht es am besten aus. Wir suchen uns jetzt einfach mal einen See.
No joke, Bro. Wir haben den schwierigsten Spot, glaube ich, erwischt. Ah, Leute. Das ist das Krasseste, was ich je erlebt habe, glaube ich. Oh. Prio 1 ist erstmal einen geilen Spot finden. No joke, Digga. Bro. Bro, guck dir Bruder. An. Guck dir das an. Bruder, wie sollen wir hier durchkommen? No joke. Boah. Digga. Aber das ist wirklich der einfachste Weg auch. Ja, ist ja einfach. Und wir müssen ja rein. Wir müssen ja rein. Wir müssen ja rein. Irgendwie müssen wir. Aber was sollen wir am Meer? Da ist ja nichts. Du hast ja nichts zu essen, nur keine Fische. Na, gehen wir erstmal durch. Okay, Freunde, wir melden uns. Wir melden uns wieder, wenn wir Süßwasser gefunden haben. Es ist so krass. Es ist krass. Es ist so krass. No joke. So, Freunde. Wir haben jetzt hier einen Topf gebastelt. Wir kochen jetzt ein bisschen Wasser ab. Ich glaube, es blubbert schon ein bisschen. Ja, es wird schon langsam warm. Ja, weil wir müssen ja irgendwie was trinken. Wir haben nur 3 Chlortabletten dabei. Ey, ich glaube, ich habe da gerade schon eine Blase gesehen. Das müsste jetzt abgekocht sein. Auch da hinten ist das ist ja Metall. Wenn es hier warm ist, ist es da hinten auch warm. Ja, und hier ist lauwarm auf jeden Fall. Ja, dann ist es jetzt, das ist jetzt safe. Ja. Bruder, Digga, no joke. Okay. No joke, das wird jetzt so geil, wenn wir Wasser ja, haben. Ja, das wird richtig geil. Okay, 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 pass auf, 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 Bro, 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 Digga, 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 oh, Bro, Digga, 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 Bro, Digga. Ja, oh, ja, guck mal. Ja. Guck mal. Geil. Guck. Ja. Das geil. Safe. Geil. Digga, das Bro. Das machen wir noch 3-mal. Das machen wir noch 3-mal und dann haben wir bestimmt Wasser für die nächsten 10 ja. Minuten. Ey, Leute, ich habe jetzt hier, ich habe eine richtig geile Idee. Ich habe hier eine Reuse gefunden. Das ist jetzt hier eine Reuse. Und dann habe ich hier so eine Boje. Und dann schmeiße ich das hier ins Wasser. Und dann wird schon irgendwas da reingehen oder auch nicht. Weiß ich nicht genau. So, das machen wir jetzt mal. Ich schmeiße jetzt mal die Reuse ins Wasser. Hä, hey, das sah doch voll gut aus. Das ist doch richtig gut geworden. Das ist doch richtig gut. Geil. Gehe ich halt hier ins Wasser, ist alles egal, ey. Fatz ich hier rum. Die Schuhe stinken auch sowieso schon. So, Freunde, ich habe hier jetzt eine richtig gute Angel gebaut mit einem ganz speziellen Knoten, den ich hier dran gemacht habe. Und ich werde jetzt, ja, einfach diese Angel, die ich hier gebaut habe, werde ich jetzt hier rauswerfen und dann mal gucken, ob was anbeißt. Ich weiß nicht so genau eigentlich, ob das funktioniert, aber wir werden mal sehen, ne? So, ich werde die Angel jetzt mal auswerfen. Ja, ich lege das jetzt einfach hier hin und dann gucken wir mal, ob was anbeißt. Ich finde wirklich, wir sind so ein gutes Team. Was wir zusammen erleben, das niemals mehr wird es einfach uns, also das einfach nur, nie mehr irgendwas. Oder, Hanna? Oder? Ja. Ach, wir beide. Das ist einfach was ganz Besonderes. Also ich habe jetzt an so einem Busch noch so Beeren gefunden. Im Coaching haben wir gelernt, dass wir die wohl essen können. Wir haben jetzt hier gerade noch so Beeren gefunden und uns wurde erzählt, dass die von den Aborigines, glaube ich, oder wie die hier heißen, dass man diese Beeren essen kann wohl. Das ist so eine Mangrovenbeere. Romata, probier mal bitte. Kann man wohl essen. Ja? Ja. Ich warte lieber noch mal einen Tag. Romata, isst die mal alle auf. Das ist doch einfach ein Traum. Es ist ein Urlaub. Zu Hause ist so viel Stress und hier, ach. Man kann sich auch mal wirklich richtig auf sich selbst besinnen. Ja. So wir zwei, wie viel wir reden. Ja, wir reden die ganze Zeit. Wirklich über alles. Es ist die ganze Nacht haben wir geredet. Wir sind jetzt hier nochmal im toten Wald. Und gucken hier noch ein bisschen, machen eine kleine Erkundungstour einfach. Und was ist das denn? Nein. Doch. Das ist ganz frisch. Das ist ganz frisch. Das Bärenspray wird jetzt auf jeden Fall ein bisschen mehr. Hey Bier! Hey Bier! Hey Bier! So, Freunde, ich will jetzt hier einen Bogen bauen. Das mit der Angelei hat bis jetzt ja nicht so gut geklappt. Ich baue jetzt einen Bogen erstmal und dazu habe ich dieses Stück Holz hier gefunden. Das ist ein ganz gutes Stück Holz zum Bogen bauen. Ich werde jetzt hier einfach alles runterschnitzen und dann werde ich hier einen Bogen bauen. Ich habe zwar noch keine Tiere hier gesehen so weit und weiß auch gar nicht, auf was ich überhaupt schießen will und was das Ganze überhaupt soll, aber ich mache es jetzt trotzdem erstmal, ne? Weil man weiß ja nie.
zu welcher Situation man einen Bogen gebrauchen könnte. Ja, und da ist dieses Stückchen Holz hier einfach perfekt. Das habe ich hier von den Einheimischen gelernt, wie man daraus einen Bogen schnitzt. Hanna, was sagst du dazu? Ja, Freunde, dann sehen wir uns, wenn der Bogen fertig ist. So, wir sind jetzt gerade 3 Stunden wieder zurückgelaufen zum Meer. Und es ist wirklich, also, ich weiß nicht, hier ist halt gar nichts. No joke. Hier ist gar nichts. Digga, was soll man hier am Meer, Bro? Ja, ich weiß auch nicht, also es ist einfach nur, es ist nur schwierig, wir brauchen Essen. Ja, am Meer, wo finden wir nichts zu essen, was willst du hier? Bro, wir können nicht. Ja, Digga, lass wieder zurück zum Camp und dann da irgendwie ein bisschen liegen oder so, vielleicht erstmal ein bisschen ausruhen. Ja, ich würde auch. Digga, Bro, vielleicht nochmal. Ich würde gerne auch schlafen jetzt. No joke, das war total doof, dass wir zum Meer gegangen sind. Digga, alle Leute leben im Sumpf. Alle Leute leben im Sumpf und ich glaube, wir haben den schlimmsten Spot. Wir haben den schlimmsten Spot, Digga. No joke. Ja, würde ich auch sagen. Erste Prio, First Prio ist jetzt erstmal, ja, Bären. Erstmal Wasser. Zum Glück haben wir genau 3 Chlortabletten dabei.